Annettes Fußballgeschichte kommt heute aus Liesgau, das ist mitten in Sachsen-Anhalt. Und wir treffen hier einen Spieler, der absolut außergewöhnlich ist, in vielerlei Hinsicht. Und das hat ganz, ganz viel mit diesem Verein zu tun. Die Chance ist da für Lindenhahn und jetzt sitzt er. Jetzt ist er drin. Dann Lindenhahn. Einfach mal rein damit und Bahn hält die Rübe hin, das gibt's ja nicht, Tor! Denn Toni Lindenhahn ist eine echte Rarität im Fußballprofigeschäft. Der 28-jährige Mittelfeldspieler des Halleschen FC ist seit 14 Jahren im Verein. Und da ist Manu und da ist Lindenhahn und es steht 3-0. Und hat, seit er Profi in Halle geworden ist, nie bei einem anderen Club gespielt. Aus gutem Grund. Halleschen FC ist eigentlich schon mein zweites Leben. Mein erstes Leben ist natürlich Familie, Freunde, meine Frau auf jeden Fall. Und der HFC ist natürlich das, was das Leben noch mal wertvoller auf jeden Fall macht. Dadurch, jetzt, dass ich jetzt immer bei dem einen Verein gespielt habe, ist es einfach so, dass ich mich so damit identifiziere, mit der Stadt, mit dem Verein und. Ich so viele Freunde kennengelernt habe, das, was dir nichts anderes wiedergeben kann. Einfach. Es ist einfach so. Als äußeres Zeichen für seine Verbundenheit zu Halle hat sich Lindenhahn gerade in Liesgau ein Haus gekauft. Übrigens direkt gegenüber von einem offensichtlich eingefleischten Halle-Fan. Sein neues Zuhause hat er in kompletter Eigenregie gebaut. Hi. 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 Schön, dass wir da sind. Alles quasi selber gemacht mit meinem Cousin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel mitmachen kann. Und vom Spachteln, von glatten Wänden, alles. Also wie gesagt, jetzt, wer mich mal buchen möchte, ich bin da. Auf den ersten Blick fällt mir auf, Lindenhahn ist erstens ziemlich ordentlich, zweitens ein Familienmensch. Und neben dem Halleschen FC gehört sein Fußballherz eindeutig dem BVB. Unschwer zu erkennen, dass er sich abseits des Platzes gerne mit Filmen und Serien entspannt. Sein Lieblingsfilmcharakter ist, wie ich finde, irgendwie auch ein Symbol für sein eigenes fußballerisches Schaffen. Iron Man. Man stellt sich mal vor, wer würde man gern sein wollen, ne? Iron Man Toni Lindenhahn hat, für einen Profi ungewöhnlich, erst im Alter von 9 Jahren überhaupt mit dem Vereinsfußball begonnen. Bei seinem einzigen anderen Verein in seinem Leben, dem TSV Germania Salzmünde. Von der ersten Minute an, wo ich gegen den Ball getreten habe, glaube ich, wo ich dann im Verein spielen durfte, war es mein größter Wunsch, sag ich mal, bezahlten Fußball zu spielen. Vor, keine Ahnung, jetzt wie es jetzt ist, 8000 Fans zu spielen. Das war immer mein Traum gewesen und daran habe ich auf jeden Fall immer festgehalten, ja. Genau wie an seinem Herzensverein, dem Halleschen FC. Seit er 14 ist, spielt er hier. Mit 17 wurde er Profi. 236 Spiele, die meisten davon in der dritten Liga. Aber immer nur für den einen Verein. Wie viele Vertragsverlängerungen hast du seitdem unterschrieben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube 4, 5 Vertragsverlängerungen waren es bestimmt schon. In Halle ist er darum Kult. Überall in der Stadt und rund um den Verein ziert sein Konterfei die Plakate. Er ist eine wichtige Werbe- und Identifikationsfigur für den Verein, geschätzt von Kollegen und Trainer. Ja, ich denke, dass er jetzt gerade vor dieser Saison in der Sommerpause eine extrem wichtige Rolle eingenommen hat. Als Identifikationsfigur, einfach als Publikumsliebling, so als Bindeglied zwischen dem Verein und dem Team, zwischen den Fans und der Mannschaft. Ich denke, jeder, der aus Halle kommt oder der in der Jugend hier beim HFC spielt oder in der Umgebung, wird sich Toni Lindenhahn als Beispiel nehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes. Ja, diese Verrücktheit. Ja, er ist ein Emotionsbolzen, er knallt sich für den Verein, für die Sache 100% rein. Mich würde es auch nicht wundern, wenn man dem Jungen hier ein Denkmal baut. Ein Grund dafür sicher seine Bodenständigkeit. Keine Luxuskarossen, sondern Fahrgemeinschaft im Van zum täglichen Training. Das ist Toni Lindenhahn. Fußballer, wie es immer genannt wird, ich nenne es immer nicht gern so oft, weil das immer darstellt, als wir haben irgendwas mega Besonderes. Wir sind auch nur Menschen, das ist immer der Fakt, so sehe ich das. Haben natürlich das Glück, mit unserer Art und Weise, mit unserer Leidenschaft und Geld zu verdienen. Viele denken immer, dass wir das mega glamouröse Leben führen und jetzt, was ich, keine Ahnung, oft irgendwelche Sachen kaufen gehen, shoppen gehen oder sonst was, aber bei mir ist es echt tatsächlich so, dass ich da schon sehr zurückhaltend bin, glaube ich. Stellt sich für mich noch die Frage, gab es wirklich nie die Lust, mal irgendwo anders zu spielen? Solange ich gesund bin, bin ich froh, dass ich weiterhin Fußball spielen darf. Ich glaube, dass das schon Halle der letzte Verein ist.